Hallo, liebe 7a und liebe 7b. Wir sind in Rom und der Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius ist zumindest fürs Erste beendet. Pompeius ist ja, wie ihr schon gesehen habt, tot. Und jetzt könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass in Rom Frieden einkehrt und die Leute sich entspannen und sagen, naja, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht für Caesar waren, es ist doch zumindest gut, dass die Waffen ruhen. Wie ist es in Rom nach dem Bürgerkrieg? Da kommt jetzt natürlich aber ein ganz anderes Gefühl bei den Römern auf. Und es liegt an Folgendem. Als nämlich die letzten Bürgerkriege in Rom beendet wurden, zum Beispiel unter Sulla, gab es danach immer sogenannte Proskriptionen. Man hat bestimmte Listen ausgehängt und vorgelesen und vorgetragen, auf denen Namen standen. Namen von ehemaligen politischen oder aktuellen politischen Gegnern, die gegen den jeweiligen Sieger des Bürgerkriegs waren. Und diese Personen wurden dann für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, wenn jemand diese Person erwischt hat, dann durfte er die entweder zu dem neuen Herrscher bringen, beziehungsweise durfte er sie selbst töten und die Wertgegenstände, Immobilien, Reichtümer dieser Person sind dann bei Versteigerungen, die der öffentlichen, der Staatskasse zugute gekommen sind, versteigert worden und da konnte man natürlich auch mal einen missliebigen Konkurrenten, dessen Grundstück man gerne hatte und so weiter, verpfeifen, auf diese Proskriptionslisten setzen lassen, indem er zum Sulla zum Beispiel sagt, du, der hat was gegen dich erzählt oder der war doch schon immer auf der Seite von deinem Gegner. Und das hat dazu geführt, dass nachdem der Bürgerkrieg beendet war, in Rom die Gewalt noch längst nicht zu Ende war, weil dann eben diese politischen Kämpfe danach weitergeführt wurden. Und irgendwie rechnen eigentlich alle auch damit, dass es so passiert, wenn Caesar jetzt den Bürgerkrieg gewinnt, dass er also unter seinen ehemaligen Gegner grausam abrechnet, dass er viele davon hinrichten lassen wird, verbannen lassen wird und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist da die Angst relativ groß, auch nach der Beendigung der ersten Kämpfe. Aber wie verhält sich Caesar tatsächlich? Caesar geht gänzlich anders vor als seine Vorgänger, die einen Bürgerkrieg gewonnen haben. Nämlich seine politischen Gegner, mit denen ist er im Gegensatz zu Sulla zum Beispiel überaus großzügig. Ja, die berühmte Clementia Caesaris, die Milde Caesars oder die Nachsicht Caesars wird schnell berühmt. Und damit versucht er, die Leute, die vorher gegen ihn waren, wieder in den neuen Staat, dem er ja an der Spitze steht, zu integrieren. Zuerst einmal sind seine politischen Gegner richtig überrascht, ja. Wieso macht der Cäsar das so anders als alle anderen und als alle erwartet hatten? Und meint er das wirklich ernst? Oder ist es nur ein perfider Schachzug, um die Leute erstmal für sich zu gewinnen und dann vielleicht hinterrücks noch niederzumeucheln oder sonstiges mit ihnen anzustellen? Bei diesen Gegnern Cäsars ist natürlich auch unser altbekannter Cicero, der ja gehofft hatte, die alte Libera Res Publica, die freie Republik, bewahren zu können und Pompeius da als Anführer der Senatspartei einzuspannen. Für Cicero war das eine schwierige Zeit, denn er hat sich nirgendwo so wirklich heimisch gefühlt. Er hat mal gesagt, er weiß, vor wem er fliehen kann, aber er weiß nicht, wem er folgen soll. Also er war sich nicht so ganz sicher, weil mit dem Pompeius, da hat er sich gedacht, wenn der gewinnt, dann wird er vielleicht auch eine Alleinherrschaft erringen. Also so ganz genau wusste er nicht, was er will. Auf jeden Fall war ihm klar, er will nicht Caesar. Ja? Jetzt hat aber Caesar
den Bürgerkrieg gewonnen. Und Cicero muss sich irgendwie mit der Situation arrangieren, in den radikalen Widerstand, dass er, nachdem die Sache für ihn verloren scheint, noch zu den letzten Aufständischen geht. Das war so seine Sache nicht, wie der Cicero allgemein kein besonders militärischer Typ ist, der jetzt da irgendwie sagt, okay, dann kämpfe ich halt vielleicht mit einem kleinen Trupp auf eigene Faust gegen Cäsar oder irgend sowas. Das hätte ihm gar nicht gelegen. Und er hat versucht oder hat gehofft, dass er irgendwie das hinkriegen kann, dass er den Cäsar vielleicht davon überzeugt, dass er die alte Respublika wiederherstellt, beziehungsweise dass er ihn so ein bisschen in diese Richtung drängt, zumindest. Und er hat auch versucht, sich für alte politische Gegner Cäsars einzusetzen, also für Anhänger der Senatspartei, für Senatoren, die vor ihm geflohen waren, und hat dabei geschickt das gemacht, indem er ihn auf seine eigene Milde, auf seine Clementia verpflichtet hat. Indem er immer wieder angesprochen hat, naja, du warst ja jetzt so milde und du bist ja so ein toller Herrscher, Cäsar. Und dadurch, dass er das so in so ein Lob verpackt hat, konnte Cäsar natürlich dann auch nicht sagen, nee, eigentlich stimmt das gar nicht, ich bin gar nicht so milde und ich bin gar kein so großartiger Herrscher. Und hat er ihn so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob er ihn ausmanövriert hat, aber er hat auf jeden Fall das Spiel ganz gut gespielt, den Cäsar dazu zu bringen, Leute zu begnadigen, und hat sich da sehr, sehr gut für ehemalige Gegner Cäsars eingesetzt. Cicero könnte unter anderem Folgendes gesagt haben in der Situation: Spero rem publicam liberam iterum futuram esse. Versucht es mal zu übersetzen. Und achtet dabei auf die Wiedergabe von futuram esse, das mit dem Prädikatsnomen liberam hier zusammen übersetzt werden muss. Richtige Übersetzung wäre zum Beispiel: Ich hoffe, dass der Staat wieder frei sein wird. Ihr habt das natürlich erkannt, futuram esse ist der Infinitiv Futur von esse und gehört deswegen mit liberam zusammen. Puto caesarem clementem fore. Clementem ist das Adjektiv zu clementia und heißt mild und nachsichtig. Übersetzung heißt: Ich glaube, dass Cäsar nachsichtig sein wird. Fore ersetzt hier die Form futurum esse. Spero Caesarem senatores recepturum esse. Ich hoffe, dass Cäsar die Senatoren wieder aufnehmen wird. Um euch das ein bisschen zu illustrieren, wie Cicero dabei vorgegangen ist, habe ich mir eine Anekdote ausgesucht. Und zwar hat sich Cicero für einen Gegner Cäsars eingesetzt in einer Rede, und davor waren schon andere aufgetreten und Cäsar war eigentlich überzeugt davon, dass er ihn nicht begnadigen wird, weil er gesagt hat, ja, ich weiß ja eh, dass das ein absoluter Bösewicht und Übeltäter ist. Also kann es ja eigentlich, aber es kann nicht schaden, wenn ich mir die Rede vom Cicero anhöre. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gehört und er redet ja immer so gut, und soll er seine Rede vortragen. Und Cicero hat dann angeblich so toll geredet, dass dem Cäsar, als er auf die Entscheidungsschlacht gegen Pompeius zu sprechen kommt, vor lauter Rührung Tränen kommen, ihm seine Zettel aus der Hand fallen und er am ganzen Leib zum Zittern anfängt und am Schluss dazu bewegt wurde, den Beschuldigten doch zu begnadigen. Möglicherweise ist es eine Anekdote, um zu belegen, wie toll Cicero reden konnte. Vermutlich hat Cäsar sich nicht einfach von so einer emotionalen Aufwallung dazu bringen lassen, einen politischen Gegner zu begnadigen, sondern wahrscheinlich hat er ganz knallhart kalkuliert, dass, wenn er diese Leute begnadigt, die in seiner Schuld stehen und eigentlich nichts mehr gegen ihn unternehmen können, und das Ganze so
seiner Herrschaft einen größeren Schein von Legitimität einbringt und er sich einer breiteren Unterstützung auch von den Oberschichten sicher sein kann. Auf jeden Fall hat Cicero versucht, auf Caesar einzuwirken und gleichzeitig versucht, diese Alleinherrschaft von ihm irgendwie zu beenden. Also Cicero ist da in einem ganz schrecklichen, für ihn schrecklichen Dilemma, das quasi zwischen Kooperation und Ablehnung so hin und her schwankt. Und wir werden das auch in unserem Text sehen, wo ja im Moment eher noch so die Abneigung ganz, ganz stark überwiegt und wir ganz stark merken, dass Cicero eigentlich gar nicht einverstanden ist damit, was da passiert. Aber auf der anderen Seite seht ihr eben, dass öffentlich Cicero sich ganz stark an Cäsar auch, ja, wie soll ich sagen, rangemacht hat, angebiedert hat, sich ihm angedient hat, um auch was zu erreichen, ganz pragmatisch. Wir schauen in unserem Text weiter, was Cicero noch an Cäsars Herrschaft stört. Und da kommt auch gleich eine andere Person ins Spiel, die ihr schon kennt. Post etiam Cleopatram Romam accessivit. Sucht bitte zuerst einmal das Prädikat raus. Das heißt accessivit. Und ihr seht, dass wir in dem Satz kein eigenes Subjekt haben. Und deswegen müssen wir uns überlegen, vielleicht auch, wenn wir uns den letzten Satz vom vorherigen Text anschauen, welches Subjekt wir hier eigentlich annehmen müssen. Es geht immer noch um Cäsar, der ja gerade vorher eine Statue aufstellen hat lassen und jetzt macht er irgendwas anderes. Er accessivit und dazu braucht man jetzt irgendein Objekt. Es kommen zwei Wörter in Frage. Kleopatram und Romam. So, damit wir die Frage beantworten können, was da passt, braucht man die Bedeutung von accessivit. Überlegt kurz. Accessere heißt herbeiholen. Also Rom kann er nicht herbeiholen, das heißt, es muss die Kleopatra sein. Romam antwortet dann auf die Frage, wohin er sie holt. Achtet bei dem ersten Wörtchen post drauf, dass es hier keine Präposition ist, sondern als Adverb verwendet wird. De superbia istius regine sine magno dolore narrare non possum. Hier seht ihr, dass jetzt ein Personenwechsel vorliegt, denn das Prädikat steht in der ersten Person, non possum. Jetzt ist die Frage, wer das ist, nicht schwer zu beantworten, denn jetzt spricht Cicero. Non possum, wisst ihr sicherlich die Bedeutung? Ich kann nicht und zum Können gehört eigentlich immer irgendein Verb im Infinitiv dazu. Das seht ihr sicherlich auf den ersten Blick, wo das steht. Narrare. Da wisst ihr auch die Bedeutung ganz, ganz klar. Ich kann nicht erzählen. So, was kann er erzählen oder worüber kann er erzählen? Wo findet man diese Information? De superbia ist die Antwort. Das ist das Thema, worüber er nicht erzählen kann. Und ihr habt gestern im Text schon das Wort superbus gehabt. Superbia ist das Substantiv dazu. Ja, jetzt geht es darum, wessen superbia? Das ist natürlich Istius Regine. Regine habt ihr im Kommentar angegeben, ist die weibliche Form zu Rex. Ja, und er kann das nicht erzählen.
kann es überhaupt nicht erzählen. Er macht es ja eigentlich gerade. Deswegen haben wir den Zusatz sine magno dolore. Das beschreibt den Gefühlszustand, den er dabei empfindet, wenn er darüber erzählen muss. Dies noctesque voluptatem capit ex otio luxuria conviviis. Auch in dem Satz müssen wir zuerst mal schauen, was eigentlich passiert. Unser Prädikat ist capit. Und wir haben auf jeden Fall wieder einen Subjektswechsel, weil vorher war es ja der Cicero, der in der ersten Person spricht. Jetzt ist die Frage, wer ist hier die handelnde Person? Cäsar oder jemand anders? Dazu müssen wir uns erst einmal anschauen, was die Person macht, weil so ohne weiteres können wir das jetzt nicht beantworten. Und capit voluptatem gehört zusammen. Und dann können wir schon mal ein bisschen was übersetzen, nämlich capere, wisst ihr, was heißt? Das heißt fassen, nehmen, und voluptatem, überlegt es kurz, Vergnügen, also Vergnügen fassen oder Vergnügen haben, Spaß haben. Ja, jetzt ist die Frage, woran hat die Person Spaß? Ex otio luxuria conviviis. Wenn ihr euch das mal anschaut, otio, da könnt ihr euch bestimmt an die Bedeutung erinnern, die haben wir vor kurzem erst gelernt. Freie Zeit und luxuria, Verschwendungssucht, conviviis, brauchen wir jetzt mal noch nicht übersetzen, das überlasse ich euch dann. Aber auf jeden Fall in dem Otio und dem Luxuria, da können wir schon sehen, das sind eher so für Cicero negative Begriffe. Ja, Verschwendungssucht und so freie Zeit, so bloß rumhängen, chillen. Und das passt auch nicht so wirklich zum Cäsar, weil Cäsar war ja einer, der auch umtriebig die ganze Zeit unterwegs und so weiter. Also muss er jemand anders meinen. Die Person, die er meint, ist Kleopatra. Also jetzt geht es um die Kleopatra, die irgendwie an was Schlechtem Vergnügen findet und das nicht nur ab und an, sondern dies noctesque. Ja? Also er lässt ihn am ganz schlechten Licht erscheinen. Quotiens ista mulier vult et senatores clari et viri divitissimi ad eam veniunt. Hier haben wir unseren Hauptsatz im zweiten Teil und schon wieder sind andere Leute die Handelnden. Sucht mal die handelnden Personen und ihre Handlungen raus. Das sind die Senatores Clari und die Viri Divitissimi und die Veniunt, da wisst ihr die Bedeutung sicher. Sie kommen. Und jetzt, wohin oder zu wem? Ad eam. Mit eam ist natürlich wieder Kleopatra gemeint. Und jetzt haben wir hier einen Nebensatz mit Quotiens eingeleitet. Das war in 85 neu. Überlegt kurz, was es heißt. Quotiens heißt so oft oder wie oft. Und dann haben wir ista mulier vult als den Rest dieses Nebensatzes, der auch nur aus Subjekt und Prädikat besteht. Mit ista mulier ist wieder Kleopatra gemeint. Und an diesem ista könnt ihr schon sehen, dass Cicero die Kleopatra nicht besonders mag. Dieses iste heißt ja oftmals so ein bisschen der da oder die da, wo man so mit dem Finger drauf zeigt. So, und nicht genug, Cicero hat noch einen draufzusetzen, et
Audi hanc rem incredibilem. Was der Cicero jetzt dem Atticus erzählen will, kommt danach erst, aber er stimmt ihn schon mal darauf ein, dass die ganze Sache ziemlich ja, bedeutend ist, denn er leitet es extra ein mit einem Imperativ. Et audi, also und höre, und das, was der Atticus hören soll, kommt danach im Akkusativ. Hanc rem incredibilem. Gut, das war es auch schon wieder mit unserem Textstück für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in Bälde wieder. Bis dann. Tschüss.